Hallo und willkommen zu Let's Code mit Jens. In den letzten Folgen habe ich mich um die Erstellung eines Mailbox-Windows gekümmert. Das heißt, ich klicke im Kontextmenü einer Stadt auf den Briefumschlag und dann erscheint das Fenster. Diese Folge möchte ich eine Liste erstellen, ein List-Control, um genau zu sein, welches dann hier auf der linken Seite dargestellt werden soll. Und die einzelnen Posteingänge zeigt. Ungefähr so. Diese Liste soll dann auch in einem anderen Fenster verwendet werden können. Also es soll dann auch noch ein Übersichtsfenster geben, wo man alle angenommenen Aufträge anschauen kann. Und deswegen soll das ein allgemeines Control werden. Dann fange ich mal an mit den UI-Elementen in Unity. Zuerst kommt eine Scroll-View rein. Die Scroll-View soll oben links wachsen. Dann muss ich sie noch verschieben. Upsala. Verschieben 5 und minus 5, die Größe machen wir 280 und die Höhe, jo, halt so passend, ne? Also 350, da in der Scroll View gibt es den Viewport. Und da drin ist der Content, das ist das, was eigentlich verschoben wird. Und dieser Content soll seine Elemente vertikal darstellen. Mit Mitte links und die Höhe und die Breite werden nicht geforced. Also nicht, dass sich die Elemente, die drin sind, anpassen. Also sie sollen sich nicht automatisch anpassen, denn dieser Content soll sich von alleine anpassen. Und das heißt, ich brauche noch einen Content Size Fitter fürs Layout. Layout Content Size Fitter und dort ist es so, dass es vertikal anpassen soll. Horizontal wird dann nicht beachtet. Jetzt ist der Content auch leer, weil es nichts drin. Was man jetzt noch braucht, sind Elemente. Ich füge jetzt hier mal nicht im Content selbst, das soll dann programmatisch passieren, sondern in der Scroll View ein Element hinzu, und zwar einen Toggle Button. Den Toggle Button der soll nämlich dann hier so oben so da drin sein in der Liste. Das soll das Listenelement darstellen. Ich nenne es mal Item Prefab. Das ist quasi das Muster, welches verwendet wird, um neue Elemente in den Content-Bereich reinzuladen. Ich gebe dem mal ein anderes Label. Auftrag. Wieso verwende ich dafür einen Toggle? Weil der Toggle hat hier nämlich schon dieses also selektieren und deselektieren Verhalten. Und das benutze ich dann, um die Selektion in der Liste zu erzeugen. Okay, die Prefab machen wir als oberes Element hin. Das wird später dann auch deaktiviert. Und das war es dann eigentlich schon im Bereich der View erstmal. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Control, also ein Behavior für die Liste. Und ich glaube, ich brauche hier auch noch ein Behavior. Jetzt schauen wir mal. Also, dann mal in den Code rüber.
Was ich hier brauche, ist nämlich eben meine Komponente. Und die Komponente packe ich, ist ja auch UI, gebe mir dem mal einen extra Ordner. Controls. Und da rein kommt dann eine neue Klasse. Nennen wir sie mal UI-List. Meine UI-List ist ein Mono-Behavior. Damit ich das hinzufügen kann. Also baue ich das gerade mal, dann kann ich das nämlich direkt drüben in Unity schon mal bei der Scroll View hinzufügen. Oder? Nein, 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 Moment, das soll ein Basiselement sein, das mache ich noch nicht. Nee, nee, nee. Erstmal nicht. Wobei, vielleicht kann ich es auch so machen, dass es allgemeingültig ist. Bin mir noch unschlüssig. Nein, ich mache davon mal eine Ableitung. Das ist dann die Mailbox-List. Die Mailbox-List ist eine Public Class. Die darf ich hinzufügen. Die Mailbox-List, genau. So, die füge ich zur Scroll-View hinzu. Scripts, UI-Controls, Mailbox-List. Da ist natürlich noch nichts drin. Also, was so eine Liste haben soll, sind Elemente. Genau, und diese Elemente möchte ich ja dann, das soll dieses Prefab darstellen. Okay, ich brauche Elemente. Dann fange ich mal an, ich habe eine Private. Also Read-Only Liste aus Elementen. Und diese Elemente sollen mein Prefab darstellen. Ich nenne es mal T, ich mache das generisch. T-Item. Das heißt, ich mache hier ein T-Item. Und so ein Item. Das sind dann die Items in der Liste. Items. Okay, eine neue Liste kann man da machen. New List. Das sind die Items. Und was ich noch mache, ist natürlich, ich möchte dem ein Items hinzufügen können. Public void add. Aber diese Items hier sollen sind die Items, die ich in meiner UI darstelle. Die Items, die ich aber hinzufügen möchte, die mich eigentlich interessieren, ist ein Modell da hinten dran. Also die UI-List ist zum Darstellen. Sie stellt mir Elemente dar. Aber ich will nicht haben, dass diese Elemente dann sowas wie den Mediatoren bekannt sein müssen. Die Darstellung ist das eine, aber ich will View Models haben. Oder Item Model. Das heißt, was ich aber hinzufüge, ist Item Models.
Genau. Und außerdem möchte ich wissen, welches Item-Model eigentlich gerade selektiert ist. Public Void. Nicht Void. T-Item-Model. Selected. Item. Und was ich natürlich noch machen können sollte, ist ein Item removen. Und auch hier nehme ich das Modell. Und das habe ich jetzt soweit durch. Genau. So, dafür brauche ich dann ein Item. Das ist dann dieses Item. Ist UI. Das heißt, das T-Item erbt von Unity Component. Muss erben von Unity Component. Das heißt, ich mache hier erstmal Component. Und ich wollte ein Modell haben. Ein Item-Modell. Das ist halt irgendeine Klasse. Fangen wir mal mit Object an. Komisches View-Model. Irgendwie ein wenig durcheinander, oder? Fühlt sich planlos an, gerade was ich hier mache. Naja. Okay. Wenn ich ein Item hinzufüge, dann muss das in ein Item verpackt werden. Also in ein UI-Element. Und das muss neu sein. Und es muss in der Liste hinzugefügt werden. Also, was brauche ich noch? Ich brauche noch ein Public I read only. Ach, das ist das gibt's ja noch gar nicht. T. Was ich haben möchte, sind alle Elemente. Hier muss man all. Return. Ja, super. Ein Getter, der mir alles returnt. Alle Items. Da wir hier fett mit Unity arbeiten, können die Tests auch nur im Unity-Testordner sein. Mache ich da auch mal was Neues hinzu, also. Controls, ein Ordner Controls im Testprojekt. Und hier brauche ich einen Unity-Test. Hätte ich dann keinen? Ach, das war ein Mediator-Test. Naja, komm, nehmen wir den mal dazu. Und das ist jetzt der UI-List-Test. UI-List-Test. Und der UI-List-Test.
Das ist dann das Test-Item mit dem Test-Item-Modell, das es natürlich noch nicht gibt. Ich habe ein Game-Object und mache dem hier dieses Zeus dazu und dieses Item, das Test-Item. Ist hier und das Test-Item-Model ist auch eine Klasse. Ich gehe jetzt so einfach eine normale Klasse und das Test-Item ist ein Component. Okay, also nochmal ersten Test. Test-Action. Add Adds to List. Also, ich habe einen Add-Aufruf und da kriege ich ein New Test Item Model bei raus und mein Assert lautet das Object under Test.all. Also ein Assert equals Collection equals Collection Assert brauche ich hier. Ein Collection Assert.a equal. Ich expecte eine Liste. Und in der Liste ist drin mein Testmodell. Testmodell. Okay, wenn ich das jetzt baue, dann kann ich das ja in den Tests laufen lassen, in Unity halt, kompilieren, alle laufen lassen. Und hier ist er und der ist natürlich rot, weil es ist eine Null Reference Exception. Object Reference not set to an instance. Den Test mache ich jetzt drüber. Drüber rechts die Tests und links die Implementierung. Das kann man zumachen, das ist heute unnötig, fürchte ich. Wäre mir aber allerdings lieber. Im Moment müsste noch nicht mal Mono Behavior sein. Die Liste. Aber das hat es ganz schnell, das lohnt sich nicht, das jetzt mal kurz noch rauszunehmen. Also hier wird ein Null zurückgeliefert, deswegen. Wenn ich jetzt eine List einfach zurückgebe, dann habe ich jetzt zwar keine Null Reference Exception mehr, denke ich. Aber halt, ich will es doch nicht starten. Oh Mann, ich will doch die Tests laufen lassen. Hier, den Test. Also ran. Es ist ja wieder rot, ist immer noch eine Null Reference Exception. Moment, ich habe mein Game Object, ich mache Add UI List und habe. Okay. Ich glaube, ich mache hier noch eine Klasse. Ach, wir machen das jetzt alles public. Public Class. Test. List, die erbt von UI List und hat das Test Item und das Test
Stell als generische Werte. Und dann machen wir die auch noch alle schön public. Und jetzt nehmen wir die Testlist als Object under Test. Ich glaube, damit wird es dann ein bisschen, das könnte das Problem gewesen sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Okay. Bauen. Und kompilieren. Und jetzt kann ich den Test mal laufen lassen. Ich nehme an, dass es jetzt keine Null-Ref. Genau, jetzt passt es einfach noch nicht mehr. Er ist mit dem Generic nicht zurechtgekommen. Okay. Und jetzt könnte ich eigentlich auf die Schnelle einfach eine Liste mit den Items machen. Dem Modell und dann würde das auch schon klappen. Der Test wäre dann grün. Aber da wird nichts angezeigt dann. Das hilft mir alles nichts. Ja, obwohl. Damit fangen wir aber trotzdem erstmal an. Also ich adde es zu der Liste hinzu. Und return die Items. Und dann passt es nämlich erstmal. Aber das All benenne ich jetzt noch um in Items und nicht in. Nicht in all. Huha, nein, 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 nein. Nicht so viel umbenennen. Überhaupt gar nichts davon. So, Items. Okay. Jetzt bauen wir. Mal laufen lassen. Da ist der Test grün, aber es geht noch nicht in die Richtung, die ich möchte. Grüner Test interessiert ja nicht. Aber zumindest muss der Test in Zukunft auch grün bleiben, egal was ich jetzt tue. Das hilft ja schon. Aber dann mache ich das noch so, dass ich auch 2 hinzufüge. Modell 2. Und dann müsste es auch passen. Und das hat jetzt den Vorteil, dass voilà, Akkumulat. Das hilft jetzt einfach, dass das auf dem, dass es zusammenpasst. Okay, läuft. Okay, ich habe das Add. Aber so richtig fertig ist da ja noch nichts. Das muss ja jetzt erstmal hier eine Selektion und sowas haben. Ne? Und es muss was darstellen. Das heißt, was ich jetzt noch brauche, ist, ich brauche eine Verpackung. Und in Unity habe ich ja hier schon gesagt, dass hier eine Verpackung sein soll. Eine Verpackung, ein Muster. Dieses Muster hier. Dieses Item Prefab. Da
damit soll das verpackt werden. Das heißt, was ich jetzt noch möchte, ist, dass es verpackt wird. Und es muss der UI hinzugefügt werden. Hopp. Wovon ich jetzt ausgehen kann, ist, dass meine UI-List in so einer Scroll-View drin ist. Das heißt, ich muss an das Content ran und dort was hinzufügen. Ein Kind. Also. So, jetzt kommt der spannende UI-Test. Adds UI-Element to Content. Jetzt wird's spannend. Aber sowas von. Also ich mache ein Add. Und was ich aber haben will, ist das. Das heißt, was ich jetzt hier brauche bei dem Game Object. Add Component ist. ScrollView Scope, ScrollView, nein. Das Element heißt hier ScrollRect. ScrollRect. Habe ich Toggle? Doppel Screw. ScrollRect. ScrollRect, ja. Unity Engine UI. Unity Engine UI. Habe ich hier eine Referenz zu wenig? Unity Editor, Unity Engine. Unity UI tatsächlich. Ich habe es zu wenig. Okay, dann sich das hinzufügen. Add Reference. Dann browse ich. Solution Dependencies Unity Engine UI. Okay. Jetzt kann ich ein ScrollRect hinzufügen. Und wenn ich ein ScrollRect hinzufüge, dann hilft mir das ja reichlich wenig. GameObject. Was ich noch brauche, ist ein var. Content Object ist gleich new Game Object und Game Object Punkt Content Object.
Content Object Punkt Transform Punkt Parent ist gleich Content Object Punkt Transform. Ach, nicht vom Content, vom Game Object unter Test. Und dem Content Object gebe ich noch ein Vertical Layout Group. Ich nehme jetzt eine, weil das ist mir eigentlich egal. Ich brauche ein Content Object. Und das Content Object wird ein Property. Ja, komm. Und was ich nämlich jetzt haben will, ist, dass das Content Object Punkt Get Components in Children. Und da möchte ich nämlich jetzt haben, meine Test-Items, die müssen hier drin sein. Das sind die Existing Test-Items. Und für den Anfang und existing text item Punkt of type. Ach, das sind doch alle von of type. Das ist ja schließlich ein so. Und da soll jetzt eins drin stecken. Also Collection Assert Punkt. Ein Contains kann ich nicht machen. Ah, nicht. Ah, not null. Nee, was ich brauche, ist eine Länge. Ein is not empty. Ja, das passt. Is not empty wäre doch mal ein guter Punkt. Existing items. Is not empty. So. Also. Im Game Content, im Content Object. Das wird dem Game Object hinzugefügt. Im Game Object wird das Scroll Rect hinzugefügt. Für was? Das brauche ich eigentlich auch noch nicht. Wüsste ich nicht warum. Okay. Also wenn ich da ein Element hinzufüge, dann möchte ich haben, dass im Typ von Test-Item hier unter dem Content-Object drunter hängt. Das müsste hinkommen zu dem, was ich hier habe. Ich habe die Scroll-View und den Content dazwischen. Das ist ein Viewport, der interessiert mich aber nicht wirklich für die Funktionalität. Ja. Für das Verhalten. Das müsste jetzt natürlich rot sein, weil da nichts drin ist. Und not empty, but was empty. Genau. Okay. Das geht in die Richtung. So. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss jetzt mein Content finden. Ah, genau. Da fällt mir ein. Und zwar, ach, jetzt ist, ach so, er entlädt es ja immer. Also, ich habe mein
Jetzt kommen wir in mein Mail-Window, mein Content, mein Scroll-View, ein Scroll-Rect. Und dort gibt es ein Content-Transform. Und dieses Teil hier ist dieses Element hier. Das heißt, wenn ich einen Scroll-Rect aufsetze, dann im Content macht, dann komme ich dahin. Das heißt in meinem Test. Das heißt, ich brauche es halt doch. Game Object Punkt. Also ich brauche doch mein Scrollrect. Und dieses Scrollrect dem muss ich mein Content Object geben. Na, was meckert er jetzt? Rect Transform. Das braucht ein Rect-Transform. Kann ich das nicht einfach casten? Das ist nicht gesagt. New UI. Scrollrect gibt's. Component for making a child rect transform scroll. Rect transform. Jetzt lassen wir es mal laufen. Wahrscheinlich shepherd's mit einem Glasscast Exception weg. Genau. Ich brauche da ein anderes Vorgehen. Das ist ein Rect-Transform. Vielleicht kann ich dem einfach per Nu ein Rect-Transform geben. Content Object Punkt. Transform ist gleich Rect Transform. Okay. Add Component. Rect Transform vielleicht. Ja, probieren wir das mal. Schon ein bisschen ein Gestocher. So gut. Dann lassen wir mal laufen. Oh, das passt. Ui, cool. Hat funktioniert. Okay. Schön, schön, schön. Das heißt, ich habe jetzt dem Scrollrect als Content mein Transform gegeben. Das bedeutet, ich kann jetzt ich kann das jetzt ermitteln. Also, ich kann davon ausgehen, dass meine UI-List eine ein Komponente hat. Das heißt, ich kann mit getComponent
kann ich jetzt im Originalcode auch das Scrollrect anfordern und kann dann beim Content ein Element hinzufügen. Aber ich habe noch kein Element. War parent. Ich habe noch kein Element. Ich brauche jetzt meinen Briefhub. Also public t-item item briefhub. Weil jetzt kann ich nämlich sagen, ich mache GameObject.instanziert mit dem Item Prefab. Und das ist nämlich das eigentliche, das ist das UI-Item. Ich nenne es UI-Item. Und dem UI-Item kann ich jetzt dem seinem Transform kann ich jetzt sagen setParent, das ist dann das ParentTransform. Damit habe ich das hinzugefügt. Jetzt muss ich aber hier drüben noch dieses Item Prefab muss man auch noch setzen. Also Object under Test Punkt Item Prefab ist gleich new Test Item. Okay. Das müsste jetzt zusammenpassen. Ja. Mal den Test laufen lassen. Jetzt sind beide rot. Jetzt habe ich eine Null Reference Exception. Und warum? Ja, Anfängerfehler. Ich darf nicht mit New Test Item hier einfach. Was ich machen muss, ist ein var Item GameObject ist gleich new GameObject. Und dann muss ich hier das GameObject. GameObject.addComponent ist das Test-Item. Nur so geht's. Man kann keine Mono-Behaviors selber oder Komponenten selber erzeugen. Geht einfach nicht. Okay, speichern und jetzt halt bauen. Habe ich schon gebaut? Naja, bauen wir nochmal. Jetzt wird es wieder importiert und kompiliert. Na komm, und jetzt kann man den Test laufen lassen. The thing you want to instantiate is null. Och, nützt nicht wirklich. Schade. Ich mache einen Add Component, gehe auf Item. Test Item ist einfach eine Component. Mache ich da jetzt ein Mono-Behavior draus? Aber er hat nicht gemeckert, da steht Add Component.
Mein Rebuild. Ja, das sind wieder solche Stochereien. Ja, manchmal spinnt halt auch Unity beim Importieren. Okay, ran und immer noch. The thing you want to instantiate is null. Wenn das null ist. Ich habe mein Object under Test. Ist die Testlist. Die Testlist hat ein Item Prefab. Okay, Assad is not null. Object under Test. Item Prefab. Jetzt schauen wir mal. Nein, nein, oh nein, was habe ich gedrückt? Ah, nichts Schlimmes, okay. Build Solution. Lassen wir es mal nochmal laufen. Mal gucken, welcher, ob das jetzt gleich fehlschlägt. Expected 0, but was 0, tatsächlich. Warum? Ich habe hier ein Mono-Behavior, das ist halt leer. Ich mache ein Game-Object. Dem füge ich als Komponente Test-Item hinzu. Und mein Item-Prefab soll Test-Item sein. Also... doch jetzt nicht das Item Game Object. Wieso ist das null? Machen ein neues Game Object, machen Add Component und den Add Component gibt dann ein, mache ich doch die ganze Zeit schon so. Schon komisch. Ja, er sagt jedes Mal ist 0. Jedes Mal sagt er mir, es ist 0. Hm. Warum kann der das nicht hinzufügen? Da habe ich jetzt ein Mono-Behavior draus gemacht. Hier oben hin mach. Das kann es ja nicht sein. Naja, obwohl. Man weiß nie. Da weiß man nie so genau. Ich meine, der Testaufbau wird schon langsam ein arg. Jetzt schon. Er sagt immer noch, es ist null. Er kann es nicht, er kriegt es nicht hin.
Game Object Add Component. Test Item Mono Behavior. Test Item. Component Scroll React funktioniert. Add Component Test List auch. New Game Object. Item Prefab. List. Content. Wer mag's nicht? Warum? War Toggle ist gleich nur Toggle. Nee, das geht ja nicht. Hä? War Toggle ist gleich Item Game Object Punkt Add Component Toggle. Toggle, Komma, Toggle. Bild. Liegt das an meinem Test-Item? Schluckt er sich einfach nur dermaßen? Das liegt an meinem Test-Item. Den Toggle konnte ich jetzt hinzufügen. Hat nichts gemeckert. Mein Test-Item macht doch nichts im Moment. Public Void Update. Mehr Tests-Item. Nein. Dass er damit durcheinander kommt. Könnte aber auch sein. Das wäre natürlich schade. Das wäre sehr schade. Ja, mag's nicht. Ich benenn's mal um. List Test Item. So. Ich würde ja lachen, wenn es jetzt geht. Nee, eigentlich nicht. Der mag's nicht. Das gibt's doch nicht. Er mag dieses total bescheuerte, einfache Mono-Behavior nicht.
Problem, dass das nicht. Jetzt mache ich das mal eine extra Klasse. Nein, nein, nee, oder? Nein. Nee. Extra Datei. Ich würde ja lachen. Ich würde ständig lachen können. Nein. Hilft auch nicht. Jetzt starte ich einfach nochmal. Jetzt starte ich da einfach Unity nochmal neu. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt. Also. Ich verstehe es nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist ja echt. Add Component List Test Item im Item Game Object. Wie immer. Das ist ein ganz einfaches Mono Behavior. Da könnte ich auch Dummy Behavior nehmen. Startmethode reinnehmen. So, neu gestartet. Laufen lassen. Oh. Nochmal. Laufen lassen und. Er macht's nicht. Er macht's. Ja. Ach, jetzt. Nochmal ein Rebuild. Irgendwie hat das. Kam er durcheinander. Also gut. Laden. Clear. Run all. Oh, guck mal hier. Can't add script behavior. The script needs to derive from mono behavior. Add component. UI list setup. The script needs to derive from mono behavior. Can't add script behavior. Im Setup. Mono behavior. Bin ich zu blöd? Dummy Behavior. Build Solution. Was meckert er jetzt? Achso, ja, klar. Also. Ändern wir das um auf Dummy Behavior. Bauen wir die Solution. Lassen den Tests laufen. Nö, er kann's nicht. Ist immer noch die Meldung hier. Can't add script behavior. The script needs to derive from mono behavior. Libraries. Dummy test. List test item. Da ist es. Wird gefunden.
mache ich jetzt? Ich habe Mono-Behavior, das akzeptiert kein einziges Mono-Behavior. Und das hinzuzufügen. Ich verstehe es nicht. Add Component, where t is Component. This add Component, Component Type. Game Object. Den Toggle fügt er hinzu. Meinen eigenen nicht. Hier fügt er meinen eigenen hinzu. Testlist-Item ist UI-List. Das UI-List ist Mono-Behavior. Das Test-Item ist Mono-Behavior. Gibt es verschiedene Mono-Behaviors? Jetzt eigentlich. Also ich habe jetzt keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich höre jetzt mal auf mit der Aufnahme und schau mal, was denn da jetzt eigentlich schief läuft. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.